Ich verwende nun also dieses weiche Garn, das sich nicht nur sehr angenehm trägt, sondern auch ein sehr schönes Maschenbild ergibt. Wenn du so ein neues Knäuel in der Hand hältst und beginnst, dann versuche das Garn aus der Mitte herauszunehmen, also ein Fadenende aus der Mitte, nicht jenes, das außen herum liegt. Nimmst du das Garnende, das außen liegt, dann bewegt sich das Knäuel ständig beim Häkeln und das kann sehr hinderlich sein. Nimmst du das Fadenende aus der Mitte, bleibt der Knäuel still liegen. Auf der Banderole gab es die Empfehlung zu einer Nadelstärke 3,5 bis 4,5 mm. Ich habe hier eine Häkelnadel Nummer 3 und eine Häkelnadel Nummer 4. Ich weiß, dass ich eher festhäkle, aber ich werde gleich nach den ersten Stichen bemerken, welche Nadel sich besser eignet. Um ein gerades Stück zu beginnen, machst du zuerst eine Schlaufe und eine erste Luftmasche. Ich zeige das jetzt ganz langsam. Du wickelst den Faden um den Daumen, bildest eine Schlinge, ziehst sie durch und das ist deine erste Luftmasche. Du steckst die Nadel in diese Luftmasche und ich sehe schon, ich brauche die stärkere Nadel. Also mit Nadel Nummer 4 würde sich für dieses Garn hervorragend eignen. Dann wickelst du das Garn ähnlich wie beim Stricken von vorne nach hinten zwischen kleinen Finger und Ringfinger hinter die Hand, zweimal um den Zeigefinger. Und dann hältst du den Anfangsfaden unter der ersten Masche fest. Ich zeige es noch einmal. So, also den Anfangsfaden mit Daumen und Mittelfinger unter der Masche, unter der ersten festhalten. Dann nimmst du die Nadel, schlingst den Faden zum Zeigefinger einmal um den Haken und ziehst den Faden durch die erste Schlinge. Das ist die erste Luftmasche. Noch einmal den Faden zum Zeigefinger mit der Schlinge, mit dem Haken durch die Schlinge ziehen. Nippel durch die Öse ziehen. Und noch einmal. Faden mit dem Haken durch die Schlinge ziehen. Du siehst sehr schön jede einzelne Luftmasche. Das sieht aus wie eine kleine Kette. Man spricht auch von einer Luftmaschenkette. Und du kannst hier auch schön diese Maschen zählen. Möchten wir mit 10 Maschen dann arbeiten? So sieht das nun aus. Das sind unsere 10 Maschen. Aber wir benötigen noch eine Masche mehr, wenn wir dann mit festen Maschen fortsetzen wollen. Würden wir hier nun einstechen für eine feste Masche, würden wir 2 Maschen verlieren und hätten weniger als 10 Maschen. Das heißt, wir häkeln eine Wendeluftmasche, so nennt man das. Du stichst in die übernächste Luftmasche ein, von der Nadel gesehen, und zwar in beide Fäden. Holst wieder den Faden vom Zeigefinger mit dem Haken durch, hast 2 Schlingen auf der Nadel. Und noch einmal den Faden vom Zeigefinger durch beide Schlingen auf der Nadel. Das ist eine feste Masche. Weiter geht's, indem du in die nächste Luftmasche einstichst. Wieder in beide Fäden, achte darauf. Wieder den Faden holen. Du hast 2 Schlingen auf der Nadel und nun den Faden vom Zeigefinger durch beide Schlingen ziehen. Und noch einmal einstechen in die Luftmasche, in beide Fäden einstechen, Faden holen, 2 Schlingen auf der Nadel und den Faden durch beide Schlingen ziehen. Feste Maschen sind ja nicht sehr hoch, die werden sehr oft verwendet bei Häkelstücken.
Sie ergeben ein ziemlich festes Maschenbild. Und du kannst ja auch immer wieder nachzählen. Besonders am Anfang solltest du immer wieder kontrollieren, ob du wirklich noch die gleiche Maschenzahl hast, denn gerade am Anfang passiert es häufig, dass man zu wenig oder zu viele Maschen häkelt. Also wir häkeln hier bis zur letzten Masche. So sieht das aus auf der Vorderseite. Das ist die Rückseite. Und bevor wir wenden, häkeln wir eine Wendeluftmasche, weil es dann mit niedrigen, festen Maschen weitergeht. Die Wendeluftmasche ist wichtig, damit wir hier am Anfang keine Masche verlieren, also dass wir hier nicht reduzieren. Und wir häkeln zurück in jede feste Masche wieder eine feste Masche, wobei du darauf achtest, dass du beim Einstechen immer beide Fäden erwischt. Also immer in beide Fäden der festen Masche einstechen und wieder eine feste Masche häkeln. Und nicht vergessen auf die letzte Masche, dass auch dort noch eine Masche hineingehäkelt wird. So sehen feste Maschen aus. Wieder eine Wendeluftmasche, die ersetzt. Die macht hier einen kleinen Bogen, damit wir hier nicht enger werden. Und wieder zurück in jede feste Masche eine feste Masche arbeiten. Und immer darauf achten, in zwei Fäden einzustechen. Ich zeige dir dann gleich ein kleines Muster oder eine Variante der festen Maschen, wo nicht in beide Fäden eingestochen wird. So, noch eine Rückreihe mit festen Maschen. Ich zähle mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also die Maschenanzahl stimmt noch. Wir machen weiter mit festen Maschen, aber mit einer kleinen Variation. Eine Wendeluftmasche, immer dann, wenn feste Maschen folgen. Und nun stichst du, wir sind auf einer Rückreihe, nun stichst du nicht in beide Maschen ein, sondern nur in den vorderen Faden, also nicht in beide Fäden, sondern immer nur in den vorderen Faden der festen Masche, also der Faden, der zu dir hinschaut. Dadurch, dass einer dieser beiden Fäden nun auf der uns abgewandten Seite unbenutzt bleibt, entsteht dort ein ganz zartes Rippenmuster, Querrippenmuster. Also immer nur in den vorderen Faden einstechen, aber auch 10 feste Maschen, eine Wendeluftmasche und nun sind wir wieder auf einer Vorderseite. Wenn wir wollen, dass die Rippen vorne entstehen, müssen wir nun jeweils den hinteren Faden jeder Masche fassen. Also in den hinteren Faden der Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. In den hinteren Faden einstechen und eine feste Masche. Also dadurch ist jetzt der vordere Faden nicht verwendet, bleibt stehen und bildet wieder so eine kleine Rippe. Diese Methode, nur in einen der beiden Fäden einzustechen, kannst du im Übrigen nicht nur bei festen Maschen, sondern auch bei Stäbchen, bei halben Stäbchen und anderen Maschen verwenden.